Doch. Es warten immer Leute auf uns. Wie war das? Martina meinte, nächsten Freitag Wäre sie wieder da, ja. Und da aber ist da ist Rieke. Rieke nicht da. Genau, da ist Rieke im Also Urlaub. ich nehme meinen PC mit. Wenn ich da festes Internet kriege, Aha. wäre das kein Problem, weil ich bin ja da frei. Also je nachdem, was wir an dem Tag Ja. machen, aber das kann ich einplanen. Das ist voll in Ordnung. Aber fühl dich da nicht Genau. gestresst Doch, oder so? ich. Doch. Will ja mit euch spielen. So ist es ja nicht. Oh Gott. Was mit dir passiert? Jemand will mit uns spielen, verrückt. Warte, ich muss. Oh, ich habe noch gar kein Bild hier. Public machen, ne? Du musst Public machen. Jetzt ist Ende. Ich bin schon eine Minute da und hatte gar kein Bild hier. Dunkel war's. So. So, was spielen wir denn jetzt? Wir spielen jetzt Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Französisch. Französisch, bonjour Baguette. Was? Oh, jetzt lädt's und mein Ton ist weg. Geil. Warte mal, was habe ich jetzt gelernt? Auf Französisch? In der tollen App? Ich habe einen Screenshot gemacht, das war wundervoll. Oh. Ach so, die Schweine lesen Briefe. Das habe ich Was? jetzt gelernt. Les cochons lisent des lettres. Die Schweine lesen Briefe. Ich bin so abgebrochen, einfach nur. Ja, das war Schweine täglich zu tun. Ja, ne? Dachte ich auch. Bin ich noch da? Du bist noch da. Ja. Hallo? Ja? Rieke? Antworte? Jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht, ich esse gerade. Ich glaube, warte mal. Wir hören ein Echo, also hat sich Rieke Das ist wieder. gerade voll verzögert. Bin ich wieder da. Jetzt bin ich Ja. wieder da. Ja? Hallo? Hallo, hallo? Sagen Sie ja. Nicht. Oder nicht? Ja. Das war zu spät. Sagen Sie noch mal ja. Ja. Jetzt? Kannst du uns wieder antworten? Meng? Voll verzögert bei mir. Moment. Wir können auch auf Discord oder so vielleicht, wenn es an Mumble liegt. Ja. Vielleicht liegt es eher an Tabletop und allem anderen. Mein Laptop fliegt weg. Braucht gerade ewig. Vielleicht sollten wir ein anderes Spiel spielen. Baden. Ja, unser zweites Spiel war auch auf dem Tabletop. Das ist korrekt. Vielleicht müssen wir auf Stardew umsatteln. Stade. Isst du eine Möhre? Was? Isst du eine Möhre? Oh, das wäre ja zu gesund. Ach, du isst also Chips. Nein, ich esse Nüsse. Das ist ja auch nicht gesund. Naja, hat auf jeden Fall mehr Kalorien als eine Möhre. Das ist korrekt. Aber da sind andere Nährstoffe drin, andere coole Nährstoffe. True. Auf jeden Fall besser als Chips. Das ist korrekt. Ich hatte heute Möhrchen zum Abendessen. Nur Möhrchen? Ja, und Brot und anderes Gemüse. Okay. Obwohl Rieke mal gesagt hat, man soll Rohkost nicht am Abend essen. Hallo? Ja, Hallo? weil der. Hallo? Weil der. Ja. Rieke? Ja. Trivial Pursuit braucht ewig zum Laden. Das ist eine riesen, riesen Datei anscheinend. Okay. Ach Diese so. Version. Es ist aber gleich soweit. Und ich hoffe, dass dann der Ton wieder besser ist. Okay. Wir Also reden so jetzt lange weiter. funktioniert sie schon mal besser als gerade Das ist noch. wahr. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da.
bist da? Ich sehe dich. Ich hab... Wo bin ich? Ach, musst du wieder Passwort eingeben, ne? Ich darf wieder keine sehen. Da, da, da. Bling. Ich liebe Szenenwechsel. Was? Was? Man kann verschiedene Bretter auswählen. Ich möchte pink sein. Wir können Harry Potter, klassisch oder Star Wars nehmen. Oh, lass uns Harry Potter nehmen. Gut, nee. Wie gut kennen wir uns alle in Harry Potter aus? Weil Star Wars werden Karin und ich definitiv verlieren. Definitiv. Aber wir können auch einfach klassisch machen. Oder so, ja. Da können wir alle abkacken. Können ja auch immer mal so nach 5 Karten eine Star Wars oder Harry Potter Karte einwerfen. Das Brett sieht ja cool aus. Das ist das Harry Potter Brett. Réjoué? Was? Hilfe. Oh, sorry. Réjoué. BB-8. Bibi. Das nehmen wir. Ja. Einfach nur, weil ein Bibi drauf ist. Ja. Bibi. Ich kenne nur Cars. Kommt Cars vor? Den kenne ich. Und die Cis. Cars ist ein Cis. Was? Die Cis. Mission. Mission muss auch vorkommen. Ach ja, die Mission. Weil sie wahrscheinlich Mission kein Wow. Mix ist. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, um ehrlich zu sein. So, wir stellen uns alle in die Mitte. Ich habe keinen pinken. Wieso bin ich nicht pink? Wieso gibt es keinen pink? Dann nehme ich gelb. Wieso kann ich den nicht nehmen? Ich auch nicht. Könnt ihr den nehmen? Nee. Nee. Bestes Spiel. Es hat aber auch immer noch nicht fertig geladen. Ach so. Und so. Ja, stimmt, 91%. Ach, guck mal, jetzt bin ich connected hier. Ha, lol. Dann warten wir noch ein bisschen. Wie geht's euch denn so? Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Ich habe gerade ein Eis gegessen. Rieke. Oh, ich habe immer noch das Eis, was du mal gekauft hast, was ich ja dann auch beim Edeka gekauft habe. Das gab noch. Genau, das habe ich jetzt auch gegessen. Ich glaube, ich gönne mir das einfach nach dem Stream und dann gehe ich ins Bett. Das ist auch eine Idee, ja. Ja? Da die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Nacht wieder nur 6 Stunden Schlaf kriege und keine 8, sehr groß ist, weil Drama Baby, kann ich auch mit vollem Magen schlafen gehen. Ich musste tatsächlich heute die Heizung anmachen. Okay. Es sind fucking 24 Grad draußen und in meinem Zimmer ist Eishalle. Mir war so kalt. Es war halt wirklich sehr warm, ja. Ich war ja noch beim Einkaufen und Geld holen und so und bin mit T-Shirt raus. Und hatte mir ja noch einen Pullover mitgenommen. Und hab gedacht, den brauchst du überhaupt gar nicht. Ich hätte mit kurzer Hose gehen können. Wurde auch noch doof angeguckt. Und hab nur so gedacht, ja, ich habe diesen Sommer irgendwie nicht besonders viel Licht gekriegt. Meh. Sag mal. Meh. Okay, ich habe das Gefühl, dass es keine Star Wars-Fragen gibt. Ich versuche auch gerade die Regeln zu lesen für Star Wars. Aber Star Wars-Regeln öffnen sich nicht. Ach so. Da steht nichts drin. Also ich glaube, von letztes Mal unserem Herr der Ringe-Ding habe ich gelernt, dass wir uns hier in die Mitte setzen. Dann würfeln wir, wer die größte Zahl hat. Der fängt dann an, dann geht's drei rum. Und dann fummelst du dich dahin, wo die Farbe ist, die du beantworten möchtest. Und dann kriegst du immer, wenn du eine Frage richtig beantwortet hast, ein Stück Kuchen für dein Setzling. Ja, aber ich kann mein Setzdings nicht setzen. Ich auch nicht. Vielleicht nehmen wir einfach die Kuchen so. Das Orangen, das schwebt in der Luft. Ja, das habe ich dahin geschwebt. Ja, ich kann es auch durch den Tisch fallen lassen. Ich kann es mal los. Bup.
Da ist es wieder. Du, 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 Tschüss. du. Ich weiß nicht, wie man die, warum die sich nicht bewegen lassen. Ich auch nicht. Das ist ja eigenartig. Hm. Wie sieht man denn das, dass das noch lädt? Es ist jetzt schon fertig. Ach so, ist fertig. Okay. Ja, dann ach, lass uns doch einfach die Kuchenstücken einzeln nehmen. Was soll das? Ich will mich bewegen. Hä? Nehmen wir einfach ein Kuchenstück zum Bewegen. Boop. Okay. Also, wir haben Harry Potter Fragen. Wir können uns ja die Kuchenstücke hier vor unsere genau. Namen hinlegen. Ja, dachte ich auch so. Ah. Ja. Rum. Pi, pi. Baby. So, ich würfel zuerst. Ich bin mal so frei. Mal zu gucken, was meine Zahl ist. Eine 2. Kari. Ich? Bin ich nach dir? Ja, ich hab jetzt mal. Ist ja dann Uhrzeigersinn. Ist ja jetzt sowieso, wer zuerst anfängt. Ach, dann. Ich habe jetzt eine 2, Karin eine 3 und Rieke macht eine 4. 5. 6. Rieke fängt an. Oh, Rieke voll am Übertreiben. Echt, ey. Ich konnte mir aussuchen, in welche Richtung, ne? Das war irgendwie egal, ne? 6. Oh, Wahnsinn. Du hast nicht richtig gewürfelt. Also es sind alle immer die Außenfelder, ne? Genau. Ja. Lichtschwerter. Eine rosane Frage. Was möchtest du denn? Eine normale Frage, eine Harry Potter Frage oder eine Star Wars Frage? Warte mal, was ist das? Das sind Disney Pixar. Das ist das, was mich gerade irgendwie. Oh. Ach so, okay. Lol. Also es gibt leicht, schwer. Mhm. Aber es gibt eben, wenn man auf Notebook geht, oben. Aha. Da sind die Sonderregeln drin für die Versionen und die Star Wars Version ist leer. Okay. Stimmt. Und es gibt ja auch keine Star Wars Karten. Ja, aber die Bilder sind Star Wars. Also ich verstehe es nicht so ganz, aber egal. Ich fange mal mit Harry Potter an. Was ist rosa? Zaubersprüche und Zaubertränke. Okay. Dann zieh die mal runter. Ging das noch? Ja. Doch. Juhu. Lesen. Achso. Was? Ist das jetzt richtig? Doch, das waren die. Achso. Was sind die Lösungen? Ne? Blablabla. Boop. Ja, toll. Bye, bye. So. Rosa. Vorlesen. Hihi. Doch. Jetzt drehst du mir die Karte weg. Nö. So ist rosa, Pink, ne? Was? Doch. Welche Zauberformel lässt Gegenstände in kleinste Stückchen zerfallen? Was? Zerfallos Stückchen! Ja, genau die. Okay, so tief bin ich in Harry Potter jetzt auch nicht. Bombus Explodus! Nee, warte mal. Nicht googeln. Nee, ich google nicht. Rieke muss ihr Hirn hochfahren. Ja, da war was. Da war was. Oh ja, ich weiß auch, dass es diesen Spruch gibt. Ja. In kleinste Stückchen zerfallen. Ah. Aber wir reden nicht von explodieren oder sowas, sondern einfach nur zerfallen. Doch, das war irgendeine Art von Explosion. Ach so. Mit dem Spruch. Aber ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Okay, umdrehen. Reduktion? Okay. Hätte ich aber anders beschrieben, oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt Bombarda. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Das ist der bei Lego Harry Potter, der das kaputt macht. Ja, stimmt, doch. Ja, nur halt in den Filmen wird ja Reduktio auch immer gegen Menschen benutzt. Ja. Ach, deswegen stimmt. Verbindet man das nicht mit Gegenständen, die in Stücke zerfallen. Das ist wahr. Ja. Oder? Okay. Oh Gott. Dann darf Rieke nicht mehr würfeln.
Viola ist dran. Eins. Boah, Viola, krass. Ich nehme grün. Was ist Kategorie? Warte mal, was habe ich jetzt ausgewählt? Kategorie magische Tiere und Kreaturen. Ich glaube, ich nehme was anderes. Gibt es denn noch magische Objekte? Magier, Hogwarts, die dunklen Künste. Ich glaube, ich nehme Hogwarts. Hogwarts. Und etwas bei... Ups. Die? Es ist blau, ne? Warte mal, ist blau? Hier ist blau. Warte mal, jetzt muss ich erstmal da. Kann ich da schon hingehen? Ja, ne? Welches Passwort benutzt Percy an Harrys ersten Tag in Hogwarts, um den Gemeinschaftsraum von Haus Gryffindor zu gelangen? Oh Gott. Ich merke, ich bin sehr schlecht in Harry Potter. Das sind aber auch sehr interessante Fragen. Nee, das ist das... Welche Handbewegung begleitet den Schwebzauber? Ist das das Wischen und Wedeln? Wutschen und Wedeln. Wutschen. Genau. Was war denn das nochmal? Keine Ahnung, ich sag jetzt Fortuna Major, weil das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Aber ich glaube, das war aus dem dritten Film. Flip! Capo Draconis. Ja, oh. Aber Wutschen und Wedeln wäre richtig gewesen. Lol. Okay, das ist deutlich schwieriger als Herr der Ringe. Caput Draconis ist Drachenkopf, oder? Ja. Okay, ich bin dran. Ist das nicht ein Ablativ? Könnte der sein. Draconis. Ja, könnte gut sein. So, was waren jetzt die Kategorien? Ich kann es mir ja eigentlich auch aussuchen. Hier kannst du. Huch, Hilfe. So. Help. Bup. Magische Objekte, Magier, magische Tiere und Kreaturen, Zaubersprüche und Tränke, Hogwarts. Gehen wir doch mal blau. Oh nee, blau hattest du ja auch gerade, ne? Ja, blau hatte ich gerade, ja. Ah nee, machen wir mal die Tierchen so. Da bin ich zwar schlecht, grün. Aber nee. It's Grüning Man. Halleluja. So. It's Grüning Man. Was entnimmt Professor Slughorn dem Körper Aragogs mit Hagrids Erlaubnis? Das ist war einfach. Das nicht... Was? Das ist einfach. War das nicht, die... Warte. War das nicht das Gift aus den Fangzähnen? Mhm. Glaube schon. Also aus den Spinnenzähnen? Mhm. Flippity Flop? Sein Gift. Ja, juhu! Ich hab einen grünen Kuchen! Karin darf nochmal würfeln! Dann lege ich mir jetzt den grünen Stein mal hier so hin. Jawohl. Blub. Nochmal müssen wir Würfel achten. Dun, 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 dun. Zwei. Wo stehe ich? Also entweder Roll Again oder Roll Again oder Gelb. Was war Gelb? Magier. Ach komm, probieren wir es einfach mal. Was soll's? Du kannst ja auch den Disney-Dingsbums hier nehmen, ne? Nee, ich nehme jetzt den da. Ich habe die Frage nicht angeguckt, also. Wie lautet Mad-Eye Moodys Vorname? Alistair. Da? Ja. Alistair Moody? Hab ich auch gesagt? Ja. Yay! Karin ist zu gut. Naja. Das ist auch immer Glück mit den Fragen. Patsch, patsch, das stimmt, ja. So, darf ich jetzt nochmal oder ist vorbei? Ich glaube, du darfst nochmal, oder? Wie war das? Irgendwann darf man ja nicht mehr, ne? Auch wenn man dann gewonnen hat, oder? Ach so, ja gut, dann machen wir zweimal und dann ist der nächste. Moment, was sagen die denn? Hogwarts. Liegst du richtig und bist auf einem der großen Wissenseckenfelder, darfst du dir die Wissensecke nehmen und nochmal würfeln, bis du eine Frage falsch beantwortest. Doch, dann. Ach, man kriegt nur auf den großen Feldern den Kuchen. Oder was? Oder was? Was?
Der Spieler, der dran ist, würfelt und zieht so viele Felder weit, wie er gewürfelt hat. Der Spieler rechts von dir liest dir die Frage der Kategorie, auf der du gelandet bist, vor und du musst versuchen, sie zu beantworten. Liegst du richtig und bist auf einem der großen Wissenseckenfelder, darfst du dir die Wissensecke dieser Kategorie nehmen und nochmal würfeln, bis du eine Frage falsch beantwortest. Liegst du falsch, ist der nächste Spieler dran. So geht es im Uhrzeiger weiter. Wer eine Ecke jeder Kategorie gesammelt hat und somit seinen Wissensspeicher komplett gefüllt hat, muss in die Mitte und eine allerletzte zufällige Frage beantworten. Aha. Also das heißt, man kriegt nur auf den großen Feldern einen Kuchen. Mhm. Ja, aber ich kenne es auch nicht so. Ich dachte eigentlich, dass man überall was kriegt. Es würde halt also irgendwie logisch sein, weil das Spiel mehr in die Länge zieht. Mhm. Ja. Also, weil, wenn du halt quasi dich fortbewegst und du kannst dich halt mehr bewegen, weil du die Fragen richtig beantwortest, dann hast du auch mehr Chance, auf ein großes Feld zu kommen. Mhm, wenn du halt die Fragen immer falsch beantwortest, hast du halt nicht so viele Chancen, auf ein großes Feld zu kommen. Das ist wahr. Aber ich meine, wir können auch gerne so weitermachen, wie wir es jetzt einfach gemacht haben. Erstens das und zweitens wollten wir noch ein anderes Spiel spielen. Also genau. Können wir es ruhig ein bisschen schneller spielen. Ja. Es ist immer wieder fantastisch, wie wir ein Brettspiel spielen und dann feststellen, so wie wir es gespielt haben, ist es eigentlich nicht richtig. Egal. Aber die schreiben ja jetzt auch, man ist halt einfach immer weiter dran, aber ich würde jetzt auch sagen, dadurch, dass wir ja bei jedem Feld gewinnen können, also in so einem Kuchen, dass wir einfach höchstens zweimal dann weitergeben. Gehe ich mit. Gut, das ist jetzt nicht gut. This is a very good idea. Ups, das ist ein bisschen laut. Jetzt ist die Rieke dran, oder? Ja. Okay. Flubbel, 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 flubbel. Sechs. Schon wieder. Recht. Ist es okay, wenn ich eine hiervon nehme? Von den schweren? Das ist ich habe es gerade eben gelesen, das ist immer so, dass das Thema das ist, was hier auf dem Bild ist und Frage und Antwort steht auf gleichzeitig auf der nächsten Seite. Das heißt, es müsste jemand von euch vorlesen. Ah, okay. Ach so. Okay. Also du möchtest das obere? Ja. Kann man das vielleicht hier in das Inventar hier ziehen? Und dann siehst du es nicht? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Okay, warte mal. Okay, warte, ich könnte 1, 2, 3, 4, 5, 6 orange oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 lila. Weiß natürlich nicht, was ist, aber ich nehme mal lila. Also ich weiß auch nicht genau, was sein soll, weil da steht bei den Farben zwar Buchstaben, aber keine Ahnung. Also lila ist, warte mal, was ist denn jetzt davon lila? SD? Ja. Und was war das andere? Orange. Ja. DW. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ups. Viola nimmt gleich einen ganzen Stapel. Ich wollte eigentlich gucken, ob auf der Rückseite was drin ist. Was? Also, ja. Ach so, nee, ist auch nur die Buchstaben. Okay. Ist das nicht erkennbar, was ist? Nee. Ich weiß nur, dass es gerade kein Star Wars ist, Rieke. Okay. Aber was war's denn dann? Es ist Wall-E. Es ist Wall-E. Oh, okay, ja, das geht auch. Okay. Also, lila oder orange? Also lila. Lila. Lila, okay. Heißt dieses Raumschiff, also das gerade vorhin vorne drauf war, Axiom, Proxemos oder Centaure? Also Centaurae. Oh Gott, wie hieß denn das? Also ich hätte es nicht gewusst, selbst mit der Auswahl. Nee. Sag nochmal die Antworten. Axiom, Proxemos oder Centaure? Oder halt Centaurae, ne? Centaure. Axiom, ich würde C sagen. Proxemos oder Centaure? Ich, irgendwie tippe ich auf B. Also B, dann Proxemos quasi. Ja. Okay, ist das deine finale Antwort? Ja. Falsch.
Es ist Axiom. Ach Mensch. Okay, ich zeige die Karte. So sieht das aus. Ich weiß nicht, Okay. wo Buchstaben stehen sollen. Keine Ahnung, aber das verstehe ich bei dem bei den normalen Fragen auch nicht so ganz. Ja. Haha, G ist Geschichte. Ja, bei den normalen finde ich es logischer. Das ist ja meistens irgendwie Sport, Geschichte, Kultur oder irgendwie sowas. Soll ich mal googeln? Was die ja, aber ist ja auch... EW. Hat ja vielleicht auch seinen Reiz, wenn man irgendwie nicht die Kategorie weiß. Ja. Haha, ist auf jeden Fall Hansestadt Hamburg. Trivial. Pursuit. Disney? Steht aber auch nicht hier drin, ne? Steht es nicht im Notebook? Nee, es steht nicht drin. Dschungelbuch. Was hast du gesagt? Ist Helden und Heldinnen. Okay. Ist dann MB, steht das da auch? Ja. Monster und Bösewichte. Ja. HG. Ja. Helfer ja. und gute Geister. Aha. SD. Ist das auch? Ja. Schauplätze und drumherum. Aha. Ah. Es war einmal und Disneys Wunderwelt. Ah. Aha. Okay. Dann lass die Seite am besten offen, ja, damit wir dann nochmal gucken genau können. Okay, cool. Schlimmern kannst du nicht machen. So, Rieke hat nix. Dann bin ich dran. Zwei. Rosa. Gut, ich brauche ja noch einen rosa, ich habe ja den noch nicht, ne? Dann möchte ich bitte... Ariel oder König der Löwen oder Harry Potter oder Genie oder normal? Ich nehme mal einen leichten Disney. König der Magst Löwen. Magst du? Ja, muss ja König der Löwen, ne? So, was hatte ich jetzt gesagt? Rosa. Ja. Was ist das? Rosa war MB. Bösewicht oder so. Monster und Bösewicht. Oh, toll. Das stimmt. Das schreibe ich ja bei König der Löwen. Es ist nicht König der Löwen. Oh nein. Was? Aber das war doch eindeutig ein Löwe. Ja, aber es ist Narnia. Nee. Oh komm ey. MB, ja? Rosa. Ja. Für wen halten die Kinder zuerst den Weihnachtsmann, als sie ihn aus der Entfernung sehen? Die Schneekönigin? Keine Ahnung. Ich habe Narnia nie wirklich geguckt. Ich habe es einmal gesehen oder zweimal. Ich war doch an eine Szene mit einem Weihnachtsmann. Was? Also ich kann mich nur an einen Schlitten erinnern. Das war der von der Schneekönigin. Ja. Ich sag Feine Antwort? Ja, Schneekönigin. Ich weiß nicht, ob ich es gelten lassen soll, weil eigentlich ist sie ja die Schneekönigin, ne? Ja. Es ist aber die weiße Hexe. Ach so, sie wird ja da so genannt. Okay. Keine Ahnung. Wirklich? Nee, keine Ahnung. Lass es nicht gelten, ist es die weiße Hexe. Wenn ich es nicht weiß, dann ist es das nicht. Aber sie heißt doch immer alten Märchen Schneekönigin, oder? Ja, aber Narnia ist ja eigentlich nicht das Märchen. Nee, das stimmt. Ja. Nee, dann ist es weiße Hexe. Nee, dann zählt es auch nicht. Nee. Dann müssen wir so fair sein. Gott, aber die Fragen allein, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Sowas gab's. Sehr interessant. Ich glaub, ich das nicht genommen habe, weil ich hätte gedacht, das wäre König der Löwen. Und dann, ja, ich oder, auch. Ich dachte auch, es wäre König der Löwen. Na gut, jetzt Karin drin. Okay. Würfel. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6, rosa. 1, 2, 4, 5, 6, pink. Ist das lila? Lila. Gelb. Ich glaube, ich nehme... So, ich darf ja hier weitergehen, ne? Gelb habe ich ja schon. Ich nehme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich nehme lila. Und zwar nehme ich die schwere Disney hier, bitte. Darf ich?
Ja. Hui. Vroom. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Du siehst die immer noch, oder? Was? Nee, 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 jetzt ist so. Jetzt ist sie richtig in meiner Box drin. Das ist ja fantastisch. So, was war es, Lila, ne? Ja. Schauplätze war das ja, glaube ich. Schauplätze und drumherum oder sowas. Ja, genau. Wie viele Arme hat der rosafarbige Seestern? Was? Patrick? Welcher rosafarbene Seestern? What the fuck? Eine Auswahl? Gibt keine Auswahl. Welcher rosafarbene Seestern? Bei Ariel? Ich sag 6 Arme. Ja? Ja. Sind 5. Ja, Manu! Das ist ein fucking Seestern. Auch Seesterne können mehr Arme haben. Das ist oder wahr. Weniger. Aber, sorry, aber die andere aber Frage... Aber Seesterne immer 5 Arme? Ich glaube ja, oder? Nee, es gibt Seesterne mit mehr Armen und weniger. Ach so, oh. Ich finde schon die Frage, wen kann man zwar auf diesem Bild, aber nicht im Film Ariel die Meerjungfrau sehen? Das heißt, du musst das Bild sehen. Ja. Naja, dann musst du es wieder rauslegen. Oh, das wäre, aber das ist relativ einfach, weil man erkennt Nemo sehr gut. Ja, ne? Also er passt da wirklich nicht rein. Huch. Ja. Huch. Wolltest du noch? Nee, alles gut. Rieke ist dran. Hup, hup. Rieke ist dran. Rieke, sag mal. Die würfelt nicht richtig. Doch, ist das aber doch ich hatte gerollt. Ja, ich hatte auch gerade einen 6. 3, 4, 5, 6. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber da war ich ja vorher schon, ne? Das ist ja, wahr. Macht ja nichts. Ja. Also wenn du es nochmal machen möchtest. Na gut. Pink. Von? Ich nehme... Nehme ich Harry Potter? Ich nehme Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Sollen wir nochmal mischen? Ist mir egal. Kann auch nochmal mischen. So. Pink. Achso, das kannst du jetzt selber lesen, stimmt. Das Verschwinden welcher Zutaten bemerkt Snape im 4. Jahr beim Durchgehen seiner Bestände? Oh Gott. Im 4. Jahr? Im 4. Jahr. Ja. Ja, ich weiß, um was es geht, aber was war das nochmal? Ja. Stimmt. Welcher Zutaten? Das war der... Im 4. Jahr. Im 4. Jahr ist ja das magische Turnier. Ja, genau. Oh Gott, wie hieß denn dieses Kraut nochmal? Das genau. Geht um dieses Kraut, ne? Ja, genau. Wenn du weißt, wofür du es anwendest, würde ich es gelten lassen. Weil den Namen fällt mir auch nicht mehr ein. Das heißt aber irgendwas mit Kraut, ja. Das ist dieses Kraut, um unter Wasser atmen zu können. Ja. Genau, ja. Genau. Wie hieß denn das noch? Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Ich hätte jetzt fast Atti das gesagt, aber das ist aus Herr der Ringe. Irgendwas mit Seife war das. Was? War das nicht was mit Seife? Irgendwas mit Seife hieß das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber es war, um unter Wasser atmen zu können. War dafür. Ja. Das hatte Neville geklaut, um es Harry zu geben. Ja, also ich würde das gelten lassen. Ja, aber ich glaube im Film, ich glaube im Buch war es nicht Neville, der das geklaut hat. Oder? Ja gut, aber das ist ja bei der Frage ja, jetzt das nicht ist sowieso nicht relevant. Ja, es wurde Neville suggeriert, dass er es geklaut hat. Also stimmt, ja. Mhm. Es war schon Neville, der draufgebracht wurde. Ja. Drehen wir es um. Was? Was? Okay. Für den Trank. Ja, für den Trank, den der. Nee, das sind aber keine Zutaten für einen Vielsafttrank. Hä, Vielsafttrank, das Trank war aber doch nicht im. Doch, das hat Mad Eye, also nicht Mad Eye Moody, sondern der, ja. Der sich als Mad Eye Moody ausgegeben hat. Tennant, oh ja. Gott, wie hieß der denn jetzt wieder? Bartemius Crouch ja. Junior. Ja.
Ja. Der hat geklaut, ja. Warte mal, das google ich jetzt, was da viel Saft trank, was da rein muss. Aber woher kam denn dann nochmal dieses Kraut? Das war auch das im kam M4. Auch, ja. Das wurde einmal auch geklaut. Das hat nämlich der, ja, der Barty Crouch halt, der Junior, geklaut. Genau. Ja, ne? Aber das ist ja aber dann ist Neville gegeben, zwei... damit Neville, damit dann Harry nicht auffällt, dass er hilft. Mhm. Dann hätten sie es aber noch spezifizieren müssen. Welche Zutat wurde für das Turnier geklaut oder so? Eben, ne? Ja. Oder welche Zutat wurde... Weil, wenn mehrere Sachen geklaut würden für verschiedene Dinge, woher sollst du es wissen? Das ist ja doof. In den Trank zuzubereiten ist sehr schwierig und erfordert unter anderem Florfliegen, Blutegel, Flussgras und Knöterich. Das hier. Ja gut, aber dann kann es sein, dass das Snape es nicht aufgefallen ist, dass dieses Kraut gefehlt hatte. Das kann sein, ja. Ich glaube, im Film hat er die ja noch angesprochen, hat gemeint, mir fehlen diese Dinge, ihr braucht doch schon wieder so einen Trank zusammen. Und da haben sie ja da gesessen, so, hä, wieso sollten wir das tun? Ja. Ja. Hier, Baumschlange, Horn eines Zweihorns. Ja, gut. Ja, also, okay. Okay. Ja. Aber ich war jetzt auch voll bei dem Kraut. Ja, aber das Zutaten hat mich halt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil er hat ihn eigentlich nur eine Alge geklaut oder sind es dann mehrere Algen, zählt es als Mehrzahl? Ah, ja. Gut, das ist immer so dieses Tückische bei solchen Fragen. Nimmt das, man die wirklich so wörtlich oder wollen sie einen dann wieder auf die falsche Fährte lenken? Eben. Ja. Naja, gut. Aber es ist tatsächlich schwieriger als Herr der Ringe. Herr der Ringe fand ich einfacher irgendwie. Nee, naja, wobei, kommt immer drauf an. Hui. Wenn man so Fragen hat wie, was hatte ich für eine Frage, das Maskottchen oder so von den Behind the Scenes? Ja, stimmt. Was? Woher soll man das wissen? They're taking the Hobbits to Isengard. Achso, ich kann auf jeden Fall Roll Again machen. Ich glaube, ich gehe mal nach da. Roll again. I'm back in the roll again. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab beides nicht. Pink oder blau? Ich nehme mal blau. Was meinst du denn? Was war bei Dingsy? Hogwarts. Blau beim Helden. Ich glaube, ich nehme nochmal eine Disney-Frage. Leicht oder schwer? Leicht. Sollen wir nochmal mischen? Weiß ich nicht. Willst du Ariel oder nicht? Ich nehme auch gerne Ariel. Ich glaube, ich kenne mich mit Ariel ein bisschen mehr aus. Gut. Spider-Schwein. Flip. Blau, ja? Ja. Wie alt ist Ariel, als sie zum ersten Mal ihren hübschen Prinzen sieht? 16, 18 oder 20? 16. Oh, ich weiß es. Was? 16. Feine Antwort? Ja. Ja. Ja? Ja. Richtig. Ja. Hooray. Ich glaube, weil sie ja noch minderjährig war, aber das ist ja so problematic und so. Very young. Wer hat denn die blauen Dinger geklaut? Was? Stimmt, es gibt keine blauen Dinger. Lol. Was haben dafür gibt es braune, die nicht mit drin sind. Okay, braun. Dann nehme ich mir braun für blau. Lol. Das sieht man gar nicht auf der Erde hier. Die mal dahin. Die dürfen nochmal würfeln. Ich darf nochmal würfeln. Ja. Ui. Eine 4. 1, 2, 3, 4 orange. 1, 2, 3, 4 lila. Orange, dann nehme ich Orange. Orange. Was möchtest du denn diesmal haben? Diesmal nehme ich eine Harry Potter-Frage. Harry Potter. Magische Objekte. Orange, ne? Orange. Was hindert Lord Voldemort seiner Meinung nach daran, Harry mit seinem eigenen Zauberstab zu töten? Die Zwillingszauberstäbe mit dem Zwillingskern da, Dingsy. Die Phönixfeder, die zweimal geworfen wurde und deswegen in beiden Zauberstäben gemacht wurde. Und deswegen können die sich nicht töten. Oder so. Ihr wisst? Ist das eine akzeptable Antwort? Tableau? Ich glaube, das ist es nicht, aber. Okay, ich drehe.
Also ich glaube, das liegt an den Zwillingskern und deswegen können die sich nicht töten. Alright. Ihre Zauberstäbe dafür über Zwillingskerne. Wow! Korrekt! Patsch, 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 patsch. Ja! Was hast du denn gedacht, Rike? Die Liebe. Aber die war es ja wirklich, ne? Okay, ja. Ist das jetzt orange? Das ist orange, oder? Orange. Bup. Ibims als orange. Ibims als orange. Okay. Was? 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 Ibims. Sie dürfen nochmal. Ich nicht, nee. Wir haben ja gesagt, mach zweimal. Ich habe jetzt zweimal richtig geantwortet. Jetzt ist Karin. Also gut. Flump. Wo stehe ich denn überhaupt? Weiß ich nicht. Da drüben. Vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Blöd. Mich doch blau. Blöd. Was sind das? Was nehmen Sie? Aladdin. Was ist denn das? Oh, das ist Tinkerbell. Oh, da kenne ich mich mit beiden nicht aus. Ach so. Oh, Mary Poppins. Da kenne ich mich auch nicht aus. Bambi! Bambi! Blau ist Hogwarts, ne? Blau ist Hogwarts, ja. Schau das Biest. Robots? Was ist das denn? Das Robot. Ist Robots? Das ist Cars. Das ist doch ein Mähdrescher. Keiner, ja. Uff. Ratatouille! Nee, hä? Lol, doch. Da ist die eine Frage schon mal, was ist hier falsch? Ja, bevor wir jetzt hier 10.000 Mal weitermischen, nehme ich jetzt einfach Ratatouille. Okay. Wum, 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 wum. Bing! Blum! Hup! Brumm, 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 brumm. Welche Farbe? Blau. Blau. Wo lebt Remy am Anfang dieses Films? Im Keller, im Garten oder auf dem Dachboden? Ja, auf dem Dachboden der alten Frau. Der alten Frau? Ja, bevor die alles zerschießt und der Dachboden runterkracht und alle fliehen. Ach, stimmt, ja. Mhm, ja, auf dem Dachboden. Ist aber auf jeden Fall korrekt. Yay! Dann krieg ich einen braunen Stein. Römi! Römi! Eins. In meiner Französisch-App heißt auch einer Remi. Nochmal würfeln. Rum. Ich habe heute im Schottischen gelernt, dass, wie man sagt, wenn jemand keine Unterhose anhat. Wichtiger Satz. Und ja, habe ich mir auch gedacht. Eins, zwei. Ja, blau. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich pink schon? Nee. Darf ich da stehen, wenn Rike da steht? Bestimmt. Bestimmt nicht, aber es ist uns egal. Weißt du, gegen die Regeln. Aber du kannst sie ja auch abbiegen, ne? Nach oben. Ach so. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nach grün. Ich habe ja pink noch nicht, also. Okay. Dann nehme ich jetzt mal Bambi hier. Bambi? Winnie! Winnie-Pooh. Was soll denn das andere eigentlich sein? Was war die Farbe? Pink. Pink. In welcher Jahreszeit wird Bambis Mutter von Jägern getötet? Welche Jahreszeit war das nochmal? Also Bambi wird ja... weiß nicht mehr, in welcher Jahreszeit die getötet wurde. Die sind ja da raus auf die Wiese. Mhm. Also war es ja dann noch nicht Winter, ne? Oder? Oder wurde die im Winter getötet und da war schon alles voller Schnee? Ich weiß es nicht mehr. So Frühling auf jeden Fall nicht, da ist ja Bambi geboren. Oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir dürfen ja nichts sagen. Ja, ich finde es auch gerade sehr lustig. Wieso? Wenn man sich seine eigenen Sachen dabei denkt. Eben, ne?
Alles gut, Karin, mach. Genau, sag die Antwort, die du möchtest. Ich möchte keine Antwort geben. keine Ahnung. Sommer. Bitte. Was? Letzte Antwort. Ich weiß es echt nicht. 3, 2, 1. Nee, ich weiß es nicht. Sag einfach. Winter. Na, okay. Ich habe keine Ahnung mehr. Im Frühling trifft Bambi doch die ganzen anderen Tiere. Ja, aber ich wusste nicht mehr, in welche, ob jetzt Herbst oder Winter, weil ich habe nur noch im Kopf, dass da irgendwie Gras war. Ah, okay. Und ich war halt so der Meinung, ja, da war halt Gras, sie sind ja raus aufs Gras. Ich meine, warum sollten sie sonst raus auf die Lichtung, um zu essen oder so? Mhm. Dann hatte ich irgendwie so gedacht, naja, dann ist er halt gestorben und dann war Depression und dann kam halt der Winter und der hat dann die Depression unterstrichen, so ungefähr. Ja. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob Herbst, ob vielleicht im Herbst, ne? Ja, ich glaube, die sind da rumgewandert, weil ja Winter war und dann findest du ja kaum noch was. Deswegen sind sie auf das Feld gegangen, weil da noch ein bisschen was aufgeweht wurde von dem Gras, was übrig blieb. Und deswegen sind sie da so... Ja, aber deswegen finde ich halt Feld noch unlogischer, weil Rehe im Winter ja eher Rinde essen. Mhm. Ich meine auch, dass ich kann mich an eine Szene erinnern, dass sie im Schnee liegt und stirbt. Mhm. Ja, das weiß ich eben nicht mehr so genau. Aber liegt sie da? Ich dachte, man sieht sie gar nicht mehr. Nee, man sieht sie auch nicht mehr, nee. Man hört ja nur den Knall und dann die Vögel wegfliegen. Ja. Und Bambi rennt ja dann weg nach Hause, ne? Ja, ich meine, dass das mit Schnee war. Ich weiß es eben auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass da halt Gräser waren, weil die raus auf die Lichtung sind. Mhm. Und dann war natürlich Winter, ja, aber ich weiß halt nicht, ob sie im Winter schon erschossen wurde oder halt, ob dann danach gleich der Winter kam, so dieses Depri dann. Aber okay, gut. Deswegen war ich mir zu unsicher. Ja, ja. Es ist auch irgendwie gemein, weil ich wusste die Antwort, weil in diesen drei Teile, von dem ich dir doch erzählt habe, von dem Buch, was ich als Hörbuch gehört habe, da war eine Szene aus Bambi mit drinne und da war es Winter. Ah. Und deswegen, also da war halt genau diese Szene mit drin und deswegen wusste ich noch, dass das Winter war. Ja, ich kann mich nur noch so bruchstückhaft an den Film an die Stelle erinnern. Ja. Nicht so schlimm. Ja, immer so durch dieses braune Gras irgendwie. Mhm. Das für mich so, ja, klar, auch im Winter kann das Gras braun sein. Mhm. Das stimmt. Das ist wahr. Okay, dann ist Rieke dran. Yay, ich nehme Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, ja. 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roll again. Orange. Moment. It's just like roll again. So. Grün. Oder lila. Ich nehme grün. Okay. Was war grün? Grün war EW, was war das nochmal? EW, warte. Irgendwas mit der Welt. Und es war einmal. Ja, und lila? War doch irgendwie... Was ist die Abkürzung? SD. Schauplätze und drumherum. Ich nehme, es war einmal. Ich nehme grün. Und hallo, Sadie. Ja, du bist hier richtig in der Bambi-Diskussionsrunde. Steigen Sie mit ein. LOL! Okay, lol. Grün. Ja? Welches Lied singt der hungrige Winnie, während er auf der Suche nach Honig auf den Baum klettert? Oh, nee. Rieke muss singen, Rieke muss singen, Rieke muss singen, Rieke. Das ist das Lied mit dem und mein Bauch krummelt und tummelt und... Ach Gott, ich hab die Szene im Kopf, Der sitzt doch hinterher dann auf dem Baum und dann kommt Ru vorbei und Tigger und versucht ihn da runterzuholen, dann sitzen sie halt zusammen auf dem Baum. Oh. Ich weiß immer nur bei Winnie, denken. Ich hab am Wochenende, letzte Woche, habe ich Christopher Robin geschaut. Oh, der war schön. Tatsächlich. Der war schön.
Oh Gott, wie geht denn jetzt dieses Lied nochmal? Siehst du, Sandy sagt auch, Rieke muss singen. Ich kenne nur den Titelsong von Winnie the Pooh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das Lied geht. Ah. Ich weiß nur, dass ich die lila eine Frage extrem einfach finde. Echt? Ja, die ist schon irgendwie, weiß ich nicht, ob die ernst gemeint ist. Die musst du dann danach vorlesen. Aha. Rieke muss singen, Rieke muss singen. Und wenn super schief ist, dann die Rieke. Ja, das ist das Lied nicht. Das ist das Lied nicht. Das ist ein anderes Lied. Ich weiß, das ist das Hauptlied von Winnie Pooh. In dem Lied geht es darum, dass sein Bauch krummelt und er Hunger hat und jetzt Honig haben will. Ja, aber das ist ja schon der Inhalt. Ich weiß nicht, ob wir das ja lassen sollen, aber... Nee. Ich finde, also ich weiß halt nicht, weil sie sagen ja nicht, wie ist der Titel des Liedes. Sie fragen ja, welches Lied singt er? Und das hast du ja beantwortet. Das Bauchkrummellied. Ja, also sie nennen es hier Rumpelpumpelknurrt mein Magen. Ja, genau das. Dann lassen wir das gelten. Ja, finde ich auch. So. Und jetzt muss ich aber die Frage von Lila vorlesen. Ja. Welche Farbe hat Winnies Pullover auf dem Bild? Haha. Rot. Es war schon rot, oder? Ja, natürlich. Okay. Ich habe das Bild leider nicht gesehen, deswegen. Aber das ist doch so fuck. Ich meine, das Bild würde Rieke ja auch sehen, oder nicht? Eben. Ja. Also, ist das jetzt die Farbe, Frage für die Farbenblinden oder was? Okay. Naja, aber du hast ja gewonnen. Grüner Kuchen. Nom, nom, Grüner nom. Grüner Kuchen, wo bin ich? Da bin ich. Ich habe schon meine ganzen Muffins aufgegessen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Ich glaube, ich muss morgen den Schokokuchen backen. Viola, du hast doch hier 2 Kuchenstücke. Ja. Ja. Das sind aber keine Schokokuchen. Sechs. Was ist denn das hier eigentlich wohl? Für einen die nicht. Leichten? Warte. Ich weiß nicht, was das ist. Warte. Das ist Mary Poppins. Ja. Aha. Mary Poppins. Hab ich beides ja nicht gesehen. Tschüss. Oh. Sechs. Oh nein, Sandy hat den Rumpelpumpel-Lied gepostet. Oh. Wette ich mal. Mein Magen knurrt. Aber ich kann den jetzt nicht aufmachen. Oh nein, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandy muss ihn singen und Viola als Sprachnachricht schicken. Ja? Das finde ich gut. Was war denn, was war gelb? Oder Sandy schickt mir nochmal den Link aufs Handy, dann kann ich's auch. Ich nehme Harry Potter. Oh ja. Harry Potter? Mhm. Okay. Hallo. Was war das gelb? Ja. Gelb. Wen beschützt Kingsley Shacklebolt als Bodyguard? Ach, das war bei im 5. Teil, oder? Wo sie mit dem Besen fliegen, als Harry verdingst. Genau. Ist das der Schwarze? Kingsley Shacklebolt ist der, ja. Oh. Oh Gott! Oh, ich hab's bekommen. Jetzt kurze Ruhe einkehren lassen. Ach, Werbung. Ja. Ja, Sortiermitarbeiter. Ich möchte kein Sortiermitarbeiter bei Amazon werden. Ja. Du darfst das Essen nicht vergessen. Rumpel, pumpel, bum. Wenn ich eine Biene wär, fiel mir's Klettern nicht so schwer. Doch ich müsst kein richtiger Bär sein, sollte mir etwas zu schwer sein. Denn ein Puhbär will partout mehr, süßer Honig schmeckt ihm zu sehr. Rumpelpumpel knurrt mein Magen, er will sagen, das Essen nicht vergessen. Ja. Fällt wieder runter. So, haben wir hoffentlich alle gehört. Jo, Rumpelpumpel knurrt mein Magen. Kannst du jetzt deinem Neffen vorsingen? Das macht sein Hörspiel schon. Mit singen, sonst gibt es Copyright-Claims. Oh, sorry. Ach, wir wissen ja sowieso nicht, wie lange Twitch noch mit der neuen
Verordnung ja, mit dem neuen Artikel 17 zurechtkommt. True. Dieser Kanal kann sich dann selbst beerdigen. Mhm. Ja. Oh, aber es gibt schon Alternativen. Die sind schon rausgekommen, vielleicht können wir uns dann neu umsehen. Okay. Oh, falls wir noch Lust haben. Danach. Ja. Wen beschützt Kingsley Shacklebolt? Keine Ahnung. Also spontan ist mir jetzt Ron oder Fleur gekommen, aber keine Ahnung. Sag eins, vielleicht stimmt's ja. Ich hätte jetzt einen von den Zwillingen gesagt. Mal sehen, wer recht hat. Ja, das wäre die nächste Frage. Ne? Ich könnte jetzt auch nicht zusammenkriegen, wer alles sich in Harry verwandelt hatte. Mhm. Naja. Hermine, Ron, Fleur. Darauf komme ich. Dann der Arsch, der gleich direkt geflohen ist. Mhm. Wie hieß denn der jetzt wieder? Keine Ahnung. Der Schmuggler, ne? Ja, oder hat den der schickt. Oh Gott. Ich sag Ron, ist mir egal. Keine Ahnung. Wisst ihr, was mich aggressiv macht? Na? Dieses Willkommen zu Trivial Pursuit. Häkchen, Häkchen. Frage- und Antwortspiel. Häkchen, Häkchen. Ah. Was? Ja, an der Seite. Immer dieses Häkchen, Häkchen. Viel Spaß beim Spiel. Hochgezogenen Augen. Ach so, ja. Den Premierminister der Muggels, was? Okay, das ging dann wieder voll in die falsche Richtung. Hä? Warte mal, hä? Hieß der Shacklebolt als Bodyguard? Ach so, okay. Also nicht in diesem Moment. Ja. Ja. Oder insgesamt. Ach so. Ja. Ach, Sadie sagt der Premierminister. Aber der Premierminister, meinst du dann den echten Premierminister? Nein. Oder den Zaubererminister? Ist der Zauberer? Ich habe keine Ahnung mehr von ihm. Der heißt ja, genau. Karin, der Zauberer. dringend, wir müssen Harry Potter-Filme gucken. Wir brauchen was zu essen. Sadie kriegt einen Kuchen. Ich hatte recht. Okay, Sadie kriegt einen Kuchen. Welche Farbe? Welche Farbe war das? Gelb. Gelb. Nee. Okay. Was? Hm? Welche Farbe war die Frage? Warte, bin ich mit dem falschen Dings gegangen gerade? Weiß ich nicht. Du bist grün. Ja. Ja, du bist mit dem falschen Ding gegangen. Oh mein Gott, das tut mir leid. Wo war Karin denn? Da. Lol. Du hast ja die falsche Frage gemacht. Ja. Nee, Gelb war das, ne? Was hast du so geworden? Eine 6 oder was? Wenn der Würfel noch stimmt? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das tut mir echt leid jetzt. Achso, du hättest lila oder orange machen können. Ja, dann mach jetzt lila oder orange. Genau. Gesundheit! Nein, ich kriege keinen Kuchen. Ich habe gemogelt. Okay, Sadie kriegt keinen Kuchen. Das gebe ich an deine gute Hälfte weiter. Hat dir das erlaubt, Sadie, hä? Ja, dann Rieke, mach lila oder orange? Das muss ich ihr gleich schreiben. Lila. Lila? Ja. Von? Wir können auch hier die Disney nochmal würfeln, ne? Harry Potter ist in Ordnung. Harry Potter. Ich versag sowieso. Auf welchem Teil ihres Körpers tragen Todesser das dunkle Mal? Am Hals, auf dem Unterarm oder auf der Brust? Ich weiß nicht, habt ihr sie mal gefragt? Vielleicht ist das individuell? Nein, auf dem Unterarm. Ich finde es halt irgendwie blöd, dass sie das noch vorgeben, weil das ist halt so wirklich so, man kann es halt wirklich wissen. Ja. Ja, manche vielleicht nicht. Also Rieke sagt D auf dem Penis. Genau. Die Antwort ist natürlich Antwort F. Für falsch. Was ist mit ihm passiert? Nein, natürlich auf dem Unterarm. Oh. Gut, dann dürfen sie jetzt nochmal würfeln. Uh-huh.
krieg einen lila Kuchen. Kuchen. So. Jetzt habe ich im Hause Sedi erstmal Drama ausgelöst. Ja. Wegen des Kuchens? Ja. Gelb. Was möchtest du? Können auch mischen. Ja. Lass mal die Sperren nochmal mischen. Ach so. Wir können auch die einfach nochmal mischen. Was ist das denn? Was ist das? Ach, das ist doch bestimmt auch sowas. Huch. Twilight. Ist das Narnia? Das ist nicht Twilight, das ist nicht Disney. Keine das Ahnung. Kann auch Narnia sein, oder? Das ist bestimmt Narnia, ja. Das ist ja Hilfe, ey. Mischen. Will keiner. Ups, Huch. Wally. Nee, Wally möchte ich auch nicht nochmal. Ja, immer noch das? Narnia. Mal. Das ist Narnia. Ja, lass uns die Narnia-Karte nehmen, ist auch in Ordnung. Ach so. Wir können auch nochmal mischen. Nee, ich nehme die jetzt. Wir können auch nochmal mischen. Möchtest du machen, ja. Viola? Ich tue. Warum? Gelb. Atlantis. Warum? Atlantis. Tja, Chance vertan. Bup. Ja, welche Farbe? Gelb. Gelb. Welches freundliche Tier sieht die Kinder und sagt, oh, also das sind keine Dachse? Das weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Nein! Welches freundliche Tier? Aber es ist ein Tier und kein Fabelwesen, ja? Was? Ich kenne den Film echt viel zu schlecht, fällt mir gerade auf. Ich habe den, glaube ich, sogar auf Japan. War das nicht der ganz am Anfang dieser der Satyr? Viola? Ich darf es nicht sagen. Ich darf nicht antworten. Bist du still? Ich dachte, du bist rausgeflogen. Nee, alles, ich bin da. Ich darf ja nichts antworten. Ich sag, das war am Anfang der Satyr. Eine andere Antwort habe ich nicht. Kenne ich nicht. Map, map. Es war Frau Biber. Frau Biber? Ja, klar. Frau die Biber. Gute Frau Biber. Das weiß man ja. Natürlich. Okay. Fupp. Dann ist jetzt Viola. Ibens, eins dran. Ja. Ich habe aber Narnia auch nur einmal gesehen, ja. Glaube ich. Keine Ahnung. Frum. Gibt's auch noch. Nein. Tschüss. Frum. Drei. Wo bin ich denn? Da bin ich. Hier. Eins, zwei, drei, pink. Eins, zwei, drei, lila. Was habe ich denn? Hast du beides noch nicht? Ich habe beides noch nicht. Dann nehme ich mal lila. Rum. Was möchtest du denn? Ich möchte gemischtes, leichte Disney. Leichtes Sollen Disney. Wir nochmal mischen? Ja. Was haben wir hier? Willst du nicht Phantasia? Nee. Cars? Nee. Kenn ich nicht. Wally? Kenn ich ein bisschen. Vielleicht. Was? Ich probiere mal Wally. Linke möchtest du? Soll ich? Ja. Farbe lila war es, ne? Oh. Was? Seine bessere Hälfte schreibt, sorry, er ist meine Prio 1, ich halte immer zu ihm. Oh. Er kriegt einen Kuchen, den er will. Oh. Schmalzig. Lila? Lila. Ja, lila. Oh, oh. Was? Wer stellt den Autopiloten außer Dienst? Der Kommandant oder Goffer? Wer ist Goffer? Bei mir auch gerade. Ist das der dicke Typ? Wir sind alle dick, ne? Den Autopiloten. Ich sag mal Goffer, weil ich das so komisch finde. Ja? Ja. Der Kommandant. Ja, das war klar. Das war so klar. Karin ist dran. Ich bin dran? Ja. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich pink schon? Nee. Ich mach nochmal pink. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Pink. Welches war?
mache ich? Was ist denn das? Das ist verwünscht. Darf ich mischen? Ja, ich mische. Oder einer von euch, ja. Ja! Ich König der Löwen! Ja, Zinetten, ja! Diesmal wirklich. Baba Bizi Baba. Culture inappropriate. Flip. So, ich, was war's? Pink? Ja. Welche Farbe haben Scars Augen? Grün? Ist das deine letzte Antwort? Ja. Dann ist es richtig. Ja. Oh. Eben. Ein Scar-Kenner. Juhu. Boop. So. Hm. Darf ich nochmal? Juhu. Flump. Fünf. Warte mal, das dicke Feld in der Mitte zählt. Oder nicht? Nee. Es geht ja. Es zählt? Ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 lila. Lila habe ich noch nicht, dann nehme ich lila. Dann nehme ich diesmal, was haben wir jetzt da? Ne Wittchen oder die dunklen Künste oder Atlantis. Dann nehme ich... Gofre ist der Security Roboter. Danke, Jedi. Für diese super Aufklärung von Namen, die ich nicht aussprechen kann. Entschuldigung. Lila? Ja, von Harry Potter, bitte. Die dunklen Künste. Die dunklen Künste. Ich weiß, werde es zwar nicht wissen, aber who knows. Lila, kannst du aber lesen, ne? Moment. Wo befindet sich der echte Alistair Moody, während sich Barty Crouch Jr. für ihn ausgibt? In der Truhe? Der Kiste? Ja, hätte ich jetzt auch sowas gesagt, ne? Der hat ihn einen besonderen Namen? Ich glaube nicht. In der Kiste ohne Boden? Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Flop. Ja. Koffer. Ja. Okay. Zählt das? Ja. Juhu. Wir wissen, was du meintest. Eben. Okay. Rieke ist dran. Wupp, wupp. Was denkt ihr eigentlich noch? Gell? Mhm. Hä? Hey. Hm. Cool. Ich habe voll die Auswahl von allem, was ich schon habe. Oh, Mist. Die Lila. Du kannst ja die Frage beantworten und dann nochmal würfeln. Nochmal machen, ja. Ich nehme Atlantis. Okay. Flip-flop. Lila, ne? Mhm. Truhimon oder Koffermon? Koffermon, alles klar. Truhimon. Alles klar, Sadie. Koffermon digitiert zu Truhimon. Okay. Okay. Lila. Welcher Edelstein verziert Cookies Zahn bei der Rückkehr aus Atlantis? Welcher Edelstein? Mhm. Wer ist Cookie? Das ist der verrückte Alte, oder? Der Bombenleger? Nee. Ich glaube, ich habe ein Gesicht im Kopf, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass der... Ach nee, das war... Ich weiß nur, dass ich die Tussi cool fand, die mit den weißen Haaren. Ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie sie heißt. Welcher Edelstein? Ich meine Diamant, aber keine Ahnung. Ich sag ein Diamant. Ding, 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 ding. Ding, ding, Diamant. Geil. Ein Diamant. Ich habe ein Bild, das ist doch dieser mit dem Bart, oder? Warte mal. Der Alte mit dem Bart, meine ich. Ich muss mal googeln, damit ich das Bild vor Augen habe. Ich muss auch googeln. Wie ist er? Der Cookie von Atlantis. Cookie Atlantis. Ja, genau der. Mhm. Wird da wie ein Cookie geschrieben? Ja, wie Keks. Wie Keks. Und den weil er ein bisschen Kuckuck ist. Ach so. An den erinnere ich mich nicht. Ich habe auch den Film nur so irgendwie in Bruchstücken
gesehen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich müsste mir eigentlich gucken. Den müssen wir auch mal wieder anschauen. Cool. Ja. Also, ich fand den auch toll. Bei Karin Filmeabend. Yeah. Also Filmetag oder Filmewochenende. Wir können einfach Pyjama-Party machen. Klingt gut. Ich musste nur mal überlegen, ob ich nicht irgendwie ich das mache, dass man cooler sitzen kann, weil man kann bei der Größe des Fernsehers kann man tatsächlich auch auf dem Bett sitzen und sieht noch sehr gut. Aber ja, das kann man ja, kann ich ja mal auskäsen, weil das wäre echt cool, so ein Filmabend. Ja. Theoretisch, wenn wir uns alle auf dein Bett ummümmeln wollen, könnte man den Fernseher auch in die Richtung stellen und das Kabel ummodeln. Inwiefern in die Richtung stellen? Also den Fernseher näher an das Bett bringen. Ja, könnte man. Beziehungsweise ich kann ja das Sofa auch ausklappen, dann kann man sich da auch drauflegen. Ich habe doch noch die Luftmatratze hier. Theoretisch könnten wir auch alles auf den Boden werfen. Was warm und weich ist. Eine Matratze habe ich hier ja auch noch, eine extra. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja noch die Matratze, ich kann das Sofa ja ausklappen, dann kann man sich da auch drauflegen. Mhm. Und ich habe mein Bett. Ja. Ich glaub, also eigentlich kann man sich hier schon gut hinlegen quasi. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Oder kann man sich Pyjama-Party bei Karin. Okay. Yeah. Essen bestellen. Ich glaube, bei Karin kriege ich bestimmt mehr glutenfreien Shit zum Liefern. Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, aber könnte sein. vielleicht liefert ja der Italiener. Wobei, weiß ich gar nicht. So, Rieke, du bist auf jeden Fall noch mal dran, ne? Du hast ja richtig geantwortet. Zwei. Blau. Blö. Nehme ich Nemo oder nehme ich Harry Potter? Ich nehme Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Oh Gott, oh Gott. Bin schon müde. Blau. Mit welchem Geist spricht Harry, als er nach Rowena Ravenclaws Diadem sucht? Mit der Tochter. Heißt? Ich esse mal nebenbei was. Ja. Oh Gott, wie hieß denn die noch? Oder sollen wir es so gelten lassen? Ich komme jetzt noch nicht mehr auf den Spitznamen, den sie als Geist hatte. Sie hat den Spitznamen? Doch, ja, klar. Das war doch eine von den... Von den vier. Hausgeistern, ja. Ja. Mhm. Mhm. Den sind nämlich. Der blutige Baron, der fast kopflose Nick. Dings. Piefs. Piefs war kein Hausgeist. Es war kein Hausgeist, stimmt. Wie hieß denn die? Graue Lady. Mhm. Ah ja. Das war die Tochter von der Rowena. Mhm. Genau, ja. Ja. Ah, ich weiß auch den Namen nicht mehr. Wir lassen es so gelten. Die Graue Lady. Ich meine, sie hieß Graue Lady. Mhm. Okay, umdrehen. Ja, Traugame. Ja. Naja. Richtig. Englisch, Deutsch. Rieke bekommt einen blauen Kuchen. Da stand Malfoy. Malfoy? Ein brauner Kuchen. Was war denn das für eine Frage bei Malfoy? Ich muss jetzt wissen. Was hindert Lord Voldemort sein... Nein, falsch. Malfoy hat ihn nicht daran gehindert. Das muss noch die andere Frage sein. Wer wurde Herr des Elderstabs, nachdem er Dumbledore entwaffnen konnte? Ja. Okay. Ibams? Viola ist. Genau. Ibams. Vier. Wo bin ich denn? Hier. 1, 2, 3, 4 grün. 1, 2, 3, 4 blau. Blau habe ich schon. Dann nehme ich grün. Was möchten Sie denn haben? Ich möchte ein gemischtes, leichtes Disney. Gemischt? Mhm. Igitt, das kann ich nicht. Ich nehme doch Winnie Harry Potter. Winnie the Pooh. Ich nehme doch Harry Potter. Aber Winnie the Pooh. Kann ich nicht.
Wupp. Wupp. Harry Potter. Harry Potter. Das war nicht grün, ne? Wie lautet der Spitzname von Sirius, als er ein Hund, als, wenn er als Hund getarnt ist? Wenn er als Huhn getarnt ist? Als Huhn. Bock, bock. Flohtölle, Flohtasche. Ich weiß, ich weiß. Wie heißt denn, das ist doch dann bestimmt der Tatze, genau. Tatze, ich sag Tatze. Ich flippe. Flipp, Tatze, yeah. Yay. Oh. Yeah, grün. Kriegst einen grünen Kuchen. Ich hab einen grünen Kuchen. Und du darfst nochmal würfeln. Olé. Olé. Ich bin zu sehr in Harry Potter Fanfictions drin. Ich denke mal gleich auf Englisch. 1, 2, 3, 4, 5. Strick. Roll again. 1, 2, 3, 4, 5. Roll again. Dann gehe ich mal dahin weiter und roll again. Piep, piep. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orange. Oder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orange. Hast du schon? Ja, da muss ich, gehe ich mal geradeaus weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt muss ich die Frage ja beantworten. Dann nehme ich eine schwere Nemo-Frage. Schwere Nemo in? Grün. Willst du, Karin, soll ich? Mach du gern. Huch, was ist das da drunter? Schon wieder Mary Poppins. Poppins. Yes, oh Mann, ich will Harry Potter. Mann. Ich will die Mary Poppins. Wie kriege ich denn die Mary Poppins nie? Grün, ja? Klein, aber schon durchgerammelt. Grün, ja. Was macht der Zahnarzt, nachdem er sich was vom Lesezirkel geschnappt hat? Was? Was ist jetzt für ein Film? Aufs Klo gehen. Ach, Nemo. Finale Antwort? Ja. Stimmt. Was sollte man sonst mit einem Lesezirkelzeug machen? Lesen? In aller Öffentlichkeit? Oh. Puh, ist das pfeffrig. Haha. Heiliger. Was? Oh. Karin. Ja, ich bin dran. Oh, ich hatte Krautsalat zum Abendessen. Oh, ich hätte den Rest gegessen. Pink oder grün? Hm. Pink! Was? Und dann nehme ich pink und möchte bitte einmal hier das hier gewürfelt haben. Schwer. Gucken, ob ich das schaffe. Oh, Winnie Pooh schon wieder mal. So schwer kriege ich nicht hin. Wolltest du es gemischt haben? Ach so, ja. Einmal gewürfelt habe ich gesagt, sorry. Sag mal, Cars. Cars. Nochmal? Nee, Ameisen? Bug is live. Ich würde sagen, wir mischen nur einmal, oder? Okay. Ach. Dann kriegst du jetzt Bugs live. Ja. Pui. Pink, bitte. In Pink, bitte. In pink. Flip. In pink. Verlangt Hopper, Chopper oder Flopper, dass die Ameisen für ihn Futter sammeln? Hopper. Ja. Hält sich ein Büschtrumpf. Das war doch der Grashüpfer. Das war jetzt mein einziger Gedanke. Mhm. dass der Name logisch wäre. Applaus. Okay. Lass mich noch mal. 3, 1, 2. Hä, dann stehe ich ja auf dem Mittelfeld. 3. Orange brauchst du noch. Ach, Orange brauche ich noch? Mhm. Ja, ist ja schön, dass wenigstens einer aufpasst. Ja. So. Wenn ich nicht tue. Was möchtest du? Sagen da, dass meine Finalfrage ist nämlich nicht das Leichte. Misch doch noch einmal hier Disney, bitte. Ups. Hui! Atlantis!
Land ist, das kann ich wieder nicht beantworten. Nochmal? Nee. Zu spät. König der Löwen. Ja, toll. Das ist, hä, was ist das denn für ein Bild? Ich finde die 10 Unterschiede, oder was? Ja. Ja, dann nehme ich das doch jetzt. Einmal gut. In Orange, bitte. Orange ist ja, glaube ich, deine wilde Mutter. Meine DB. Wilde Mutter? Disney-Welt. Achso. Ich weiß nicht mehr, was DB heißt. Ja. DB. Wer fragt, hey Onkel Scar, wenn ich König bin, was bist dann du? Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Ist das deren Ernst? Ja. Ja, sinnbar. Ja. Herzlichen Glühstrumpf, Sie haben gewonnen. Klatsch, 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 klatsch. Warte. Ich muss nicht jede Farbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, tatsächlich. Applaus, ja, Karin hat gewonnen. Yay. Aber das war doch jetzt echt keine schwere Frage, sorry. Nee. Nee. Bei den schweren Fragen, bei den leichten Fragen waren teilweise Fragen dabei, wo man sich denkt, okay, was soll das jetzt? Gut. Was wollten wir spielen? Was war das andere? Katzen explodieren lassen. Ach ja. Wolltet ihr. Dann lassen wir doch Katzen explodieren. Noch, okay. Oder? Dann müssen wir erst einmal raus, ne? Das stimmt. Da muss Karin nämlich neu machen. Oder? Hat ja die Katzenexplosion. Boop. Oh. Oh, irgendwie sind wir gerade voll warm, ey. Echt? Da müsst ihr mir nur die Regeln erklären, die kenne ich nicht. Kenn ich ja, die kenne ich jetzt auch nicht mehr so genau. Okay. Ich habe halt schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Aber es ist an sich nicht schwer. Nun denn? Table wants to open URL. Was? Hm? Ja. Ja. So. Geh mal weg da. Gibt es nicht ein Passwort zu geben? Ja, ist schon. Okay. Haben wir schon? Ja. Okay, warte mal, dann muss ich die Szene kurz wechseln. Exploding Kittens. How it works. In the deck of cards are some exploding kittens. You play the game by putting the deck face down and taking turns drawing cards until someone draws an exploding kitten. Also so lang ziehen, bis jemand die Bombe zieht, quasi. When that happens, that person explodes. They are now dead and out of the game. This process continues until there's only one player left who wins the game. The more cards you draw, the greater your chances of drawing an exploding kitten. Basically, if you explode, you lose. And if you are full of incendiary loser, sad souls. If you don't explode, you win. And you are full of greatness. Good job, buddy. And all of the other cards will lessen your chances of getting exploded by exploding kittens. For example, you could use a See the Future card to peek at the top few cards in the draw pile. If that reveals an exploding kitten, you could then use a skip card to end your turn and avoid drawing it. Ja gut. To start, remove all the exploding kittens from the deck and set them aside. Vier exploding kittens. Warum gibt es denn hier einen NSFW und einen SFW? Weiß ich nicht. Not safe for work? Wir können gerne das Not safe for work spielen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das sieht ein bisschen brutaler aus, glaube ich. Ist dann das SFW für Kinder oder wie? Also die ersten vier könnten jetzt ja die Exploding Kitten sein. Das wäre ja ganz gut, dann könnten wir die gleich aussortieren. Sind es nur vier tatsächlich? Ja. Okay. Remove all of the diffuse cards from the deck and deal one to each player. Diffuse cards müssen 6 Stück sein. Oh. Attack? Nee, das ist aber... Skip. Favor. Hm?
Each player is dealt one diffuse card, the most powerful card in the game. These are the only cards that can save you from exploding kittens. Ah ja, genau, das ist quasi so ein Joker. If you draw an exploding kitten instead of dying, you can play the diffuse card and reinsert the kitten back into the draw pile anywhere you'd like in secret. Ja, aber das, wie macht man das denn in secret? Bei Tabletop? Da sind die diffuse. Unten drunter. Aber jetzt mal eine technische Frage. Weil wenn es heißt, dass man, wenn du jetzt eine Exploding Kitten ziehst und dann die Diffuse Card einsetzt, um dich zu verteidigen, dann darfst du ja die Katze wieder zurücktun. Mhm. Und ein Teil des Spiels ist ja darin, dass du dann die Katze quasi an die zweite, also weißt du, an die dritte Stelle oder so tust, weil du ja dann berechnen kannst, in zwei oder in drei Zügen ist der und der dran und den will ich rauskicken. Mhm. Und wie soll man denn das bei Tabletop machen? Du kannst den ja nur drauflegen oder... Du kannst halt drei runternehmen und die dann reinlegen ja. Und wieder zurücklegen. Hm. See the future. Gleich mal drauf drücken. Ich will meine Zukunft. Ja, also man kann die obersten zwei ziehen und dann die drauflegen und dann die anderen beiden Karten, die man gezogen hat, wieder in der Reihenfolge auch drauf. Okay, und das bleibt dann die Reihenfolge, ja? Ja. Okay. Also solange wir es nicht schütteln, ist es die Reihenfolge, ja. Mhm. Dann müssen halt dann die anderen auf jeden Fall weggucken, weil sonst sehen die ja, wie viele Karten man da runternimmt ja. Und dann wieder drauflegt. Das ist ja. Man hört es ja eigentlich auch, wie oft ich jetzt klicke. Das ist auch richtig, ja. Weil wenn ich jetzt 1, 2 und dann lege ich die andere Karte drauf. Du kannst ja drüber summen, vielleicht hört man dann die Maus nicht. La 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 la. So, was wir müssen jetzt. Wir haben jetzt die Exploding Kittens rausgetan. Wir haben die Diffuse Cats rausgetan, 6 Stück. Ja, davon bekommt jetzt jeder eine. Okay, und die extra Diffuse Cards gehen gemischt wieder in das Deck. Aber genau. Jetzt sind sie ja offen, gerade. Ja, denn? Ich drehe sie wieder um. So, und jetzt haue ich sie wieder drauf. Jawohl. Mhm. Und wir mischen. Genau. Hallo. Okay. So. Shuffle the deck. Scheiße. Was denn? 2 or 3 players put only 2 of the extra diffuse cards back. Achso, oh. Ja. Also der die letzte diffuse card zieht, darf dann nicht mehr. Nee, ach, lass mir jetzt einfach drin, ist doch egal. Mhm. Ach, ist ja. Shuffle the deck and deal 7 cards face down to each player. Face down, okay. Everyone now has a hand of 8 cards total. Kann man die nicht verteilen? Irgendwie? Ja, mit Rechtsklick irgendwie und dann draw spread? Deal. Nee. Gibt's nicht Deal irgendwie? Da. Split? Nee. Nee, Deal wäre ja alle. Ach so, ja. Draw? Ich glaube, wenn du jetzt... Nee, jetzt kriege ich 2... Ach so. Ach, wir müssten... Warte mal. Schaffe? Igitt. Ich shuffle nochmal. Ich meine, irgendwer hat doch erzählt, dass man ne, genauso das auswählen kann. Warte mal. Das sind... Was habe ich denn jetzt? Wir könnten doch theoretisch splitten. Das sind 49 Karten, ne? Mhm. 49 ist 7 mal 7, oder nicht? Mhm. Und jeder soll 7 Karten kriegen. Mhm. Warum sind das jetzt 14? 14? Jetzt steht 14 da bei mir. Ja, das sind irgendwie 2 Haufen jetzt. Nee, das sind mehrere. Jetzt sind es 21? Ja, weil die einen liegen quer und die anderen liegen.
Ja, aber das ist ja richtig eigentlich, aber ich verstehe jetzt nicht, warum es jetzt. Achso, du hast schon gesplittet. Ja, ich habe gerade gesplittet, aber es ist. Hier sind 7. Guck mal, hier sind schon mal 7. Und jetzt splittest du den Stapel nochmal, dass du 7 kriegst. Ja, warte. Nee, warte, lass mal so. Also die 7 bekommt jetzt einer, oder wie? Mhm. Das müssen jetzt, ja. Ups. Warte. Jetzt sind es nur noch 6. Ja, weil die eine daneben gegangen ist. Jetzt sind sie da 7. So. So. Okay. Da liegt auch noch ein Stapel. Da nimmt sich mal jeder einen Stapel. Okay. Nein! Was denn? Es ist nicht in mein Ding reingegangen, sondern runtergefallen. Oh nein! Es ist schon wieder eine runtergefallen. Hä? Kann ich den nicht? Jetzt. Hä? Nein! Was? Muss man die einzeln in sein Ding reinziehen? Anscheinend. Ah. Ja. Ach ja. Mhm. Okay. Na ja, gut, sind jetzt ja. Okay. Ups. Was fällt er da? Könntest du bitte. Was soll denn das? Blöde Karte. Okay, dann können wir ja die anderen hier wieder auf den Stapel legen. Ja. Mhm. Flippity, floppity, floopity, flee. Flippity, floppity, floppity, bee. Insert enough exploding kittens back into the deck so that there is one fewer than the number of people playing. Also 2 exploding kittens. Ne? Mhm. Ja. 1, 2. So. Remove any extra exploding kittens from the game. Also für 3 Player 2. Ja. Shuffle the deck and put it down in the middle of the table. Das ist your draw pile. Be sure to leave some space for a discard pile. Ja, klar, wo man halt die Karten ablegt. Mhm. Pick a player to go first. Karten. Ja, ist klar. Was? Taking your turn. Gather all 8 of your cards into your hand and look at them. Do one of the following. Pass. Play no cards. Or play a card by placing it face up on top of the discard pile and following the instructions on the card. Read the text on a card to learn what it does. After you follow the instructions on the card, you can play another card. You can play as many cards as you'd like. Aha, okay. End your turn by drawing a card from the top of the draw pile into your hand and hoping it's not an exploding kitten. This is different from most games in that you end your turn by drawing a card. Play continuous clockwise around the table. Remember, play as many or as few cards as you'd like, then draw a card to end your turn. Okay. Das heißt, der Pest muss trotzdem noch eine Karte aufnehmen. Also der keine Karte spielt, oder? Ja, genau. Okay. Du spielst entweder eine Karte oder keine, mhm. aber du musst am Ende deines Zuges, sage ich jetzt mal, musst du eine Karte ziehen. Mhm. Also ob du jetzt eine ausspielst oder nicht, ist irrelevant in dem Sinne. Okay, das heißt aber, ich kann theoretisch in der ersten Runde mich schon selber eliminieren. Wenn ich eine Katze ziehe. Ja, genau. Naja, du kannst ja deine Diffuse-Karte einsetzen. Ja, okay. Okay. Ist hier noch irgendwie. Hilfe. Hallo? Das geht auch nicht mehr? Hallo? Nee, bei mir hängt's auch. Okay. Okay, Jetzt wieder da. Ja. Also hier ist so ein Beispiel. Special Combos.
da steht halt, welche Karten es gibt. Mhm. Also es gibt die Exploding Kittens, da wissen wir ja, es gibt die Diffuse Cards, da wissen wir auch, die verhindert das halt. If you drew an Exploding Kitten, you can play this card instead of dying. Place your Diffuse Card in the discard pile. Then take the Exploding Kitten and without reordering or viewing the other cards, secretly put it back in the draw pile anywhere you'd like. Okay. Okay, dann gibt's die Attack Cards. Do not draw any cards. Instead, immediately force the next player to take two turns in a row. Play then continues from that player. Okay. Mhm. Und okay, alles klar. Oh, man kann quasi die Attacks stapeln. Ach so, wie eine 7, oder? Genau. Mhm. Plus 2, okay. Favor. Force any other player to give you one card from their hand. They choose which card to give you. Okay. Nope. Stop any action except for an exploding kitten or a diffuse card. Imagine that any card beneath a nope card never existed. Okay, ja gut. Shuffle erklärt sich eigentlich auch. Shuffle the draw pile. Skip. Immediately end your turn without drawing a card. See the future. Privately view the top three cards from the draw pile and put them back in the same order. Don't show the cards to the other players. Ja, da müssen wir halt dann so ehrlich sein, dass, oder wir können es auch in unseren Stapel ziehen vielleicht. Cat cards. These cards are powerless on their own, but if you collect any two matching cat cards, you can play them as a pair to steal a random card from any player. They can also be used in special combos. Okay, ich weiß nicht, ob wir die special combos unbedingt machen müssen. Read this after you've played your first game. Machen wir erstmal ohne die special combos. Okay. Ja. Wir können ja sagen, wenn wir so eine cat card haben, die an sich nichts zu tun hat, wenn wir halt die zufälligerweise zweimal haben, dann dürfen wir von irgendeinem anderen eine Karte stehlen. Ja. Ja. Als Zusatz. Ja. Okay, gut. Dann fangen wir nochmal an. Hilfe. Dann fängt die Karin mal an. Also, ich darf jetzt eine Karte spielen, beziehungsweise so viele, wie ich möchte. Oder nicht. Ja. Dann mache ich doch jetzt einfach mal ich spiele mal eine Attack-Karte. So. Da-dum-dum. End your turn without drawing a card. Force the next player to take two turns. So, also ich muss jetzt keine Karte ziehen. Mhm. Du kannst jetzt wahrscheinlich entweder eine Karte drauflegen oder eine Stopp-Karte legen. Oder du kannst halt zweimal ziehen. Okay. Also eine Attack-Karte drauflegen, dann wird es so an Rieke weitergegeben. Ja. Oder du legst eine Nope-Karte drauf, dann musst du dann das gar nicht machen. Oder du musst zwei Turns machen. Also zwei ziehen. Nee, nicht zwei ziehen, halt so. Zwei Runden quasi. Also du legst halt Karten drauf, ja, oder auch nicht, und dann ziehst du und dann darfst du nochmal Karten legen und dann musst du nochmal ziehen. Okay, ah, okay. Aber du kannst auch einfach nur zweimal ziehen, wenn du sagst, du willst ja keine Karten legen. Mhm. Je nachdem. Ich glaube, ich bin diese Runde erstmal vorsichtig. Ich werde einfach mal zweimal passen. Mal sehen, wie mir das bekommt. Warte mal, ist das Richtige? Ja, ne? Bitte nicht den ganzen Start. Ja, ja. Ming, ming, ming. So, wenn ich jetzt ein Exploding gekriegt habe, muss ich was sagen wahrscheinlich, oder? Genau, weil du ja dann tot bist oder dich halt wehren musst. Okay, oder? Okay, gut. Okay. Nichts passiert. Das heißt, ich bin dran? Ja. Ja. Also darfst du jetzt eine Karte spielen oder nicht? Je nachdem. Dum, 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 dum. Ich habe eine doppelte. Oh, oh. Dann darfst du eine random Karte von einem anderen Spieler klauen. Okay. Ich hätte gern von Viola. Mhm. Die hat mehr Karten. Die. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du hast 10 Karten. Mhm. 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Hätte ich gern die fünfte von der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du auch rausnehmen, ne? Kann ich auch rausnehmen? Ach so, mhm. Cool. Okay, und dann darfst du noch weitere Karten legen, Rieke, oder du ziehst. Je nachdem. Ja. Moment. Aha, aha. Rieke hat meine fiese Karten. Rieke zieht. Rieke beendet jetzt. Rieke hat keine Exploding Kitten gezogen? Nee. Okay, dann bin ich dran. Ich lege... Was lege ich denn? Daum, 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 daum. Ew, daum, die Karten daum, sind daum. Eklig. Wie sie ihr eigenes Auge ist. Quatsch, Mann, Sponge. Ja, die meinte ich zwar jetzt gerade nicht, aber ja. Ach so. So, ich lege jetzt mal die Karte einfach aus Spann. See the future. Also ich darf die Top 3 Karten angucken. Okay, dann müssen wir weggucken. Mhm. Ne? Und dann muss ich die aber in der richtigen Reihenfolge wieder zurücklegen. Das heißt, ich muss die dritte zuerst wieder hinlegen. Ja. Gut, ich gucke weg. Darf ich die bitte so auf den Tisch legen und ihr guckt kurz weg? Ja, ja. Ich lukere auf meine Karten. Damit ich die Reihenfolge nicht falsch mache. Ich inspiziere die See the Future Karte. Mhm. Ist auch sehr schön. Drink an entire bottle of bald eagle tears. 1, 2, 3. Okay, ich bin fertig. Okay. Dann dann lege ich diese Karte. Dürfen wir wieder gucken, ja? Ja. Ja, ihr dürft wieder gucken. Ew. Und Viola ist dran. Kapau. Grow a magnificent squid arm and start slapping fat babies. Ew. Wunderschön. Das läuft ja. So, ich möchte... Ich kann jetzt auch eine Attacke drauflegen, ne? Ja, dann muss Rieke rein theoretisch 4 Turns machen. Mhm. Steht das da drauf? Warte mal. Ja, wenn du sie richtig drauflegst, ja. Ja, okay. Okay, ich bin? Ja. Nope. Nope. Meep, meep. Viola, die habe ich dir doch gerade weggenommen. Ach so. Ne? Warte mal. Awaken the Narnope. Ich frag mich jetzt. Ja. Stop any action except for an exploding kitten or a diffuse card, bla bla. A nope can also be on another nope to negate it and create a yup. A nope can be played at any time before an action has begun, even if it's not your turn. Also ich könnte jetzt dein Nope verneinen und dann musst du trotzdem ziehen? Ja. So klingt's, ne? Any cards that have been noped are lost. Leave them in the discard pile. You can even play a special. Okay. Aber ich muss ja jetzt trotzdem noch, also wenn du jetzt nicht noch eine Nope-Karte legen möchtest, Karin. Oh, nee. Muss ich ja trotzdem noch eine ziehen, ne? Ja, weil du hast deine Karte gelegt. Ja. Und, cool. Oder? Bin mir nicht sicher. Also ich hätte jetzt so interpretiert, dass dadurch, dass Viola hat ihren Zug ja eigentlich beendet, aber ich habe eine Nope gelegt, das heißt, es wird nicht an mich weitergegeben. Genau. Aber das heißt, mein Zug geht weiter, oder? Ja, du darfst noch legen. Genau. Ja. Gut. Favor. The player must give you a card of their choice. Welcher Player? Der one, nächste? One Player. Ach so, dann kann Karin mal. Aber ich darf es mir aussuchen, ja, welche Karte ich dir gebe.
Ja, gut. Ja. Ups, sorry. Gebe ich dir diese Karte. Hm? Jo. Was? Okay. Cool. Was bringt's mir denn eigentlich, wenn ich viele Karten auf der Hand habe? Also, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was es mir bringt, nutzlose Karten zu haben. Naja, du kannst halt, je nachdem, wenn du mehr Karten hast, hast du natürlich auch mehr Chancen, irgendwelche Aktionen von anderen zu verhindern, ja, oder die irgendwie zu ärgern oder zu verhindern, dass du ziehen musst, wenn du zum, ja, Beispiel weißt, dass da eine Exploding Kitten ist. Ich meine, die Karten, die nichts bringen, die bringen natürlich nichts, also diese Cat Cards, aber da gibt es ja dann diese Kombos, die dann vielleicht mehr bringen, aber die machen nicht. Ja, oder eben, wenn jemand eine Karte weitergeben muss, ne? Genau, ja. Wenn an eine Cloud, ja, gut. Genau. Naja, gut, ich zieh mal. Nein! Karin! Ich hab's überlegt gehabt, Ja, ich wusste, was kommt. Aber ich kann ja diffusen. Mhm. Du kannst diffusen, ja. Aber dann muss die Exploding Kitten muss ja wieder rein, oder? Genau. Wenn du diffused hast, muss sie wieder rein. Aber die Rico darf sich aussuchen, wo sie hinkommt. Das stimmt, ja. Also Rike, du darfst sie jetzt reinwerfen und einfach mischen, oder du sagst, du wirfst sie nach 4 Karten, nach 5 Karten oder wo auch immer rein. Nö, wir machen es mal lustig. Hm. Ich leg mal rein und misch. Okay. So hätte ich jetzt so gesagt. Mhm. Okay, dann kommt die Diffuse Kitten jetzt aber auf den Discard. Ja. Und dein Turn ist vorbei. Ja, gut. Okay, dann bin ich dran. Ich spiele keine Karte. Ich ziehe einfach nur. Mhm. Und ja, dann ist Fiona dran. Ich habe gezogen. Okay. Ich werf einfach mal die hier. So eklig. Oh, oh, was? Ja, das dachte ich mir auch. Okay. Und dann nehme ich eine. Da-dan, dann. Okay. Rieke ist still safe. Safe. Ich ziehe gleich. Oh, okay. Und next. Ah! What did you do? Nö. Okay. Dann setze ich jetzt hier die See the Future Karte ein. Mhm. Mhm. Und dann darf ich hier. Ich habe nämlich gerade See the Future gedrückt. Ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ne, ich scheiße. Ach so, das war das, was du gedrückt hast. Aber ihr habt die Karten jetzt nicht gesehen, ne? Nee, die waren trotzdem verdeckt. Ja. Okay, dann kann ich die nochmal angucken, weil ich habe es gerade nicht richtig angeguckt. Ja. Was ist das? Attach a butterfly to your genitals and see where it takes you in life. Oh, komm, ey. Igitt. Oh, Mann. Okay, ich hide the future. Aha. Ja. Und ich ziehe. Und dann ist Viola dran. Ich, wie war das jetzt noch? Okay, mit dem See the Future-Button ist das wirklich einfacher. Ja. Ich werf mal die hier. Dann kann ich den Draw-Pile shuffeln. Mal sehen.
Okay. Hat Karin das gar nichts gebracht? Nee. Naja, doch. Ich wusste, dass die oberste Karte keine Exploding Kitten ist. Das ja. Ist also das wusste ich dann wenigstens jetzt. Das stimmt. Dum, dum, dum. Okay. Okay? Ja. Still safe. Bye, bye. Zombie Cat. Bye, Junimond. Was? Munch, 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 munch. Und 10. Da, 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 da. Und. Oh, oh. Jo, next. Safe. Dann lege ich doch mal diese wunderschöne Karte hier einfach so, weil ich es kann. Ja. One player must give you a card of their choice. Dann, Viola, gib mir doch mal bitte eine Karte. Er gives you a card. Ew. Dum, da, dum, dum. Thank you. Please you. So, was haben wir denn da? Na gut, dann zieh ich mal, wa? Mal gucken, ob ich eine Katze ziehe. Dum, da, dum, dum. Nein, Viola. Das macht so Spaß. So, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Ich habe so eine Doppeldingsies. Ja. Was hatten wir da jetzt gesagt? Dass von einem Spieler eine Karte ziehen. Eine Karte ziehen. Also random. Okay. Von ja. Ich glaube, dann räche ich mich mal an der Rieke. Eins, tu das. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Blum, 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 blum. Bum. Jetzt habt ihr die gesehen. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab nicht hingeguckt. Okay. Und Rieke weiß das ja sowieso. Ja. Das ist wahr. Okay. Was ist denn das? Nicht? Sehr schön. Die ist gut. So, jetzt muss ich noch einmal ziehen, ne? Oder du legst noch Karten. Du darfst ja auch noch weiterlegen. Okay. Das hält dich niemand auf. Nee, ich glaube die... Dum, da, dum, dum. Alles gut. Okay. Geek ist dran. Au. Noch eine. Aber nur eine. Pipi-Katze. Eine Pipi-Katze. Eine Pipi-Katze? Ja, du hast gerade 2 Pipi-Katzen gelegt. Ich lege jetzt eine dritte Pipi-Katze. Okay. Stop staring! I can't go if you're staring! Flop. Oh, schön. Und? Oh, oh. Da, 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 da. Okay. Rieke ist safe. So, langsam müssten wir ja mal was auftauchen hier. Ja, ich habe schon Angst. Ja. Oh, okay. Glück gehabt. Next. Next. Da, 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 da. I wanna see the future. Ich habe langsam Angst vor the future. Das ist eine Karte. Ich weiß auch nicht. Ew! Was ist da? Weave an infinity boner and leave forever, for it's the most sacred of boners. Ew! Wir sind ab 18, Leute. So, see the future. Kling! Ja. Plong! Huh. Kling! Das sagt einiges. Du musst aber auch ziehen noch, ne? Ach, ich muss noch ziehen, okay. Klong! Also du hättest auch noch weitere Karten legen dürfen, sorry. Nee, alles gut. Es war alles richtig. Hast du gezogen? Ja. Dun, 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 dun. 10. Oh oh. Oh oh. Viola weiß, was passiert. Boom! Oh nein. Oh nein. Krieg ist explodiert. Da, okay, da, da, Rieke ist tot und muss. Nein. Warum? Ach, du kannst noch eine Diffuse-Karte. Oh mein Gott. Hast du Violas Diffuse-Karte oder du hast eine gezogen? Stimmt, da waren ja noch welche drin, ne? Ja. Ja. Stimmt. Oh, wie cool. Da. So, dann kann ich wieder. Ups. Dann darfst du die Katze wieder reinlegen, wo du möchtest. Oder shuffeln. Je nachdem. Ja, wir shuffeln nochmal. Das war jetzt die gleiche, oder? Weiß ich nicht.
Weißt du nicht mehr? Nee, ich glaube, die sehen immer gleich aus. Nee, war die gleiche. Achso. Flupp. Baby ist so hässlich. Hui, hui. Okay, Next. Dann ist dein Zug beendet und ich bin dran. Dum, da, dum, dum. Ich glaube, ich lege mal meinen Boob-Wizard. Was sind wir doch in einer schönen Waldlichtung hier? Das ist euch das schon mal aufgefallen? Ich höre dann auch, was mein Boob-Wizard mir sagt. Guck mir die Zukunft an. Ich möchte auch einen Boob-Wizard. Okay. Unfair. Okay. Ich ziehe eine Karte. Bam, badam, bam. Biau. Mein Boob-Wizard. Oh mein Gott, wie betrunken waren sie? Ja. Jetzt bin ich dran? Ja, du bist dran. Ibims 1 dran. Was kann ich denn werfen? Bam, badam, bam. Bam, badam, bam, bam. Aber du musst ja auch nichts werfen, ne? Ja, aber ich möchte ein bisschen was loswerden. Boop. 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 Dum, da, dum, dum. Dum. Nein! Nose! Dun, 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 dun. So. Möchtest du die Karte irgendwo besonders hin tun? Ne. Okay. Ich finde es witzig, dass keiner weiß, wo sie hinkommt. Was hatten wir denn vorhin? Was hatten wir vorhin eigentlich gesagt mit den Diffuse-Karten? Wir hatten ja jetzt zu viele reingetan, ne? Ja, wir lassen die einfach drin. Also okay. Wir lassen es einfach so, dann haben wir halt mehr Chancen zu überleben, aber... Ja. Okay. Gut. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Bup. Dun, 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 dun. Nope. Ich lebe. Okay. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ew. Sorry, oh, die Karte ist eklig. Oh Mann. Meine Karte ist toll. Okay, Viola, du bist dran. Dum, da, dum, dum. Dum, dum. Da, 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 da. Oh. Ich muss eins raus. Oh nein, hast du keine. Das war die gleiche von vorhin. Ich hab nichts mehr zum Diffusen. Nein. Das heißt, ich hab noch eine Bikini-Cat, wenn ihr möchtet. Oh, nicht noch so eine. Das war's. Ich bin raus. Viel Spaß beim Weiterspielen. Jetzt kommt's auf jede Karte an. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Was geht? Okay. Geronimo. Geronimo! Okay, safe. Karin ist dran, Karin ist dran. Ew. Ew. Okay, Karin. Was gibt es denn noch für Karten? Okay. Rieke. Diese Karte habe ich gezogen. Baby Robin, your best friend. Ja. Igitt. Karte Karin. Ja, ich Jo. Warte. Hier, Baby bitte. Robin, mich bitte. Danke. Nehmen Sie diese Karte. Wie haben wir denn noch? 10 Karten. Ah, okay. Dum, da, cool. Dum, dum. So, die werfe ich gleich wieder ab. Kannst du wieder haben, Karin. Cool. Und dann skippe ich. Skip? Mhm. Nope. Na gut, dann zieh ich eben.
Trommelwirbel. Keiner ist tot. Safe. Safe? Okay. Mhm. Ich skippe. Bam, bam, bam. Okay. Bam, 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 bam. Ich brauche so eine Trommel. Dieses Todestrommel in den Filmen. Ja. Wenn du zum Schlechter gehst. Ja, bumm, dann bumm, skippe ich mal auch nochmal. Okay. Ich traue mich nicht. Nope. Karin ist gemein zu mir. Fave. Oh Mann. Gut, dann ziehe ich jetzt mal gucken, was ich ziehe. Dun, 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 dun. Save. Dun. Ups. Dun, 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 ich hab eine doppelte. Dun, dun, das heißt, du darfst eine Karte ziehen. Dun, 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 dun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Gib mir ein paar Strip. Okay. Aber du bist noch dran, ne? Ja. Okay, ich ziehe. Dö. Keine? Safe. Oh Gott. Sag mal. Es sind noch 6 Karten, Alter. Ich skippe. Oh, die Karte ist süß. Okay, Karin skippt. Sail whale on your penis balloon. Be free and little buddy. Warum hat das alles zu tun mit Tütten und Penissen? Ja. Aus Gründen. Was macht Rieke jetzt? Ich shuffle. Was ist das denn? Let's smoke this rock, motherfuckers. Die ist süß, oder? Was? Smoke some crack with baby oil. Owl. Hast du gezählt? Safe. Boah. Das gibt's ja nicht. Safe. Ich hab wieder eine doppelte. Okay. Darf ich die denn auch abwehren? Das ist eine gute Frage. Ja gut, ist ja eigentlich egal. Ich meine, so viele Karten habe ich ja eh nicht. Ist, du könntest halt meine Diffuse-Karte stehlen. Ja. Das wäre nicht schön. Aber du musst doch ziehen. Okay. Bam, badam, bam. Ich merke, safe. Okay. Oh Gott. Ja, jetzt muss ja irgendwann kommen. Wenn du sie jetzt nicht safe hast, sind es die letzten zwei. Jetzt kriegt Rieke eine. Ja, es sind ja nur noch Exploding Kittens drin eigentlich. Oder? Sind eigentlich... Nee, doch eine müsste nur noch drin sein. Nein, es sind zwei drin. Ach so, ihr habt gar nicht mehr zurück. Nee, die sollten ja nicht mehr zurück dann, oder? Doch. Die von Viola, wo Viola gestorben ist, haben wir nicht zurück. Nee. Ah, aber deswegen müssten noch zwei drin sein jetzt eigentlich. Das dürften jetzt nur noch Kitten sein. Es sind nur zwei drin. Ach, dann ist noch eine drin, ja. Es muss jetzt, ne? 50-50 ist jetzt. Oh Gott. Geronimo. Da, 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 da. Safe. Oh mein Gott, nein! Nee. So kurz am Ziel. Das Doofe ist, ich kann es ja jetzt nicht verhindern. Weil. Ne, ich muss die ziehen. Oder warte mal, es waren doch zwei drin. Nee, dann wenn die. Nee, hier sind zwei, hier ist eine. Okay, nee, dann müsste hier noch eine drin sein, oder? Naja, das ist jetzt die. Ich muss die ziehen, weil ich habe keinen. Ich habe weder Skip. Achso, ja, dann. Noch. Wobei es schon lustig ist, dass es jetzt die letzte war, wirklich. Ja. Plump! So. Herzlichen Glühstrumpf. Mhm. Dann kann Karin wieder schaffeln.
dann ist mir das Discard-Dings shufflen alles, ne? Oh nein. Ja? Ja, dann muss meine Karte ja auch wieder mit rein. Dann spielt die halt ein bisschen die Unendlichkeit. Ja, aber du kannst ja nicht, wir können ja nicht eine Karte shufflen. Nicht? Weiß ich nicht. Weil dann müssen wir jetzt eigentlich den Discard-Dings, weil wenn wir jetzt die eine Karte spielen, dann hat Rieke entweder noch so ein Diffuse oder nicht. Mhm. Und also ich gehe mal davon aus, dass man dann einfach den Discard-Dings nimmt. You won't ever run out of cards in the draw pile because you inserted enough exploding kittens to kill all but one player. Ach so, weil wir jetzt wahrscheinlich die eine Karte nicht zurückgetan haben. Hm. Nee. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich auch nicht, weil wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt. Nee, aber das heißt tatsächlich, dass die eine Exploding Kitten jetzt der Draw-Stapel wird. Diese eine Karte. Ja gut. Das heißt, du ziehst die jetzt? Ja. Hast du eine Diffuse oder nicht? Ich habe eine Diffuse. Okay. Das heißt, du diffused und ich ziehe die und ich habe keine Diffuse mehr. Kann ich denn eigentlich deine Diffuse nopen? Das kannst du machen, oder? Weiß ich nicht. Man kann doch alles nopen, oder? Ja, müsste möglich sein. Dann kann Rieke immer noch verlieren, ja. Nee, stop any action except exploding kitten or diffused card. Ja, gut. Schade. Okay, das heißt, Rieke hat gewonnen. Ja. Interessant. ich hatte Schweineglück gehabt, weil ich alle Diffuse-Karten gezogen habe. Ah, okay. Lol. Ja. Ja klar, ne? Das ist halt dann Glück. Oh, ja. Oh Gott. Lol. Diese Bilder. Die sind schon eklig. Erfolgreich. Ich finde die Bikini-Katze so eklig, ey. Ja, das ist alles. Naja, die anderen Karten sind bestimmt vielleicht wahrscheinlich nicht so eklig. Naja, donate your body to cat science. Stop going pee-pee in the ocean! Okay. Hier. Cthulhu. Unleash some adorable penguin diary. Diary. Diarrhoe? Diarrhea. Diarrhea. Okay. Ich weiß nicht, ob Penguin Diarrhea so adorable ist. Awaken the Barodactyl. Okay. Oh nein, was ist das denn für ein See the Future? Igitt. Ja, die sind alle eklig, die See the Future. Was? Ein Asparagus Bomb Dragon Papiers. Was? Oh nee. Ist da Karin hier noch? Ach, die Cat Schrödinger finde ich super. Ja, das finde ich auch super. Ja, die finde ich so süß. So. Holy smokes, you look good. Oh. Okay, also das Spiel ist sehr lustig. Ja, das stimmt. Also lustig ist halt auch, wenn man dann zum Beispiel so plant, ja, ich lege jetzt die Exploding Kitten an die dritte Stelle und dann machen aber die Mitspieler halt irgendwas wie skippen oder was und dann weißt du, oh Gott, jetzt kommt die Exploding Kitten und du kannst es selber nicht verhindern. Ja. Au. So, Hilfe, ich höre euch nicht mehr. So. Nun gut, dann war's das für heute. Ah. Yeah. Oh Gott, was fällt hier runter? Achso, meine Gabel. Ah. Okay. Erfolgreich! Yay! Cooles Spiel. Ja. Ich mag das auch gerne. Ich finde es lustig. So, ich glaube, mein Laptop geht gerade in Mordor spazieren. Ich muss noch ein bisschen was packen für morgen. Partys. Oh.
Was? Party? Was sagst du? Get enslaved by party squirrel. Okay. So. Gut, dann gehe ich mal hinüber und drücke den Knopf. Das war's für heute. Wir sehen uns, ich glaube, spätestens am Dienstag, ne? Ich glaube, Martina hatte jetzt noch nichts gesagt, ob sie am Sonntag streamen wird. Ja, das stimmt. Aber das wird sich nochmal irgendwann einrenden. Da haben wir, sind wir zuversichtlich. Dann geht's ja, auf jeden Fall. Am Dienstag weiter mit The Inner World, eventuell Ragnarök, das wissen wir noch nicht. Mal gucken. Aber eigentlich habe ich ja beim Cliffhanger aufgehört. Ich muss weitermachen. Jetzt müssen wir es wissen, was danach kommt. Und dann geht's am Mittwoch bei der Karin weiter mit Shadow of the Tomb Raider. Und am Donnerstag ist nochmal Pause bei der Rieke. Ja. Und am Freitag wissen wir es noch nicht, weil wir noch nicht wissen, ob wir vollständig sind. Ich würde aber mal sagen, wahrscheinlich. Also von mir aus wahrscheinlich schon. Ja. Könnten wir ein bisschen Lotro machen wieder? Ja. Eventuell. Gucken wir mal. Okay, das wäre die nächste Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Sadie sagt gute Nacht. Gute Nacht. Backseat Gaming by the Inner World. Ja. Okay. Robert. Robert. Und Hack. Ich finde Hack super. Damit du dich nicht ständig aufregen musst. Ich reg mich gerne auf bei Spielen. Das ist wie Autofahren. Du musst dich beim Autofahren aufregen. Ja. Oder? Rage-Fahrer für the win. Na. Wir brauchen so eine T-Shirts irgendwie. So Rage Gaming. Oder so. Ja, gut. Da